vielleicht. Ah, das kann sein, dass wahrscheinlich mein Stream weiter so läuft, wie es ist. Weil ich so schnell wie möglich wieder Stream beendet habe. Stream wieder gestartet habe. Ah, bei mir wird dann kurz wegwischen und bei dir neu öffnen. Also langsam nervt das einfach nur noch, diese Scheißstörung, ey. Was bringt das dich jetzt in eine Nee, Situation ist auf? ein neuer Stream gestartet worden, ey. Nee, ich hab langsam keinen Bock mehr auf Far Cry 6, ey. Dass diese Scheiß-Stream-Beendung ist, ey. Nee, das nervt, ey. Ich hab bald keinen Bock mehr mit Far Cry 6. Das ist ja Wenn nicht nur das. das, das ist Wenn. ja nicht nur das, das nee, Flo, das ist nicht nur das Spiel, das hatten wir auch schon woanders gehabt. Ich dran erinnere dich ja nur mal, was schlimmer war. Das hier? Oder die Sache, wo du das Routerproblem hattest? Das, Wo da, du den daran, Stream, das wo liegt du den daran jetzt Stream, nicht. wo du, wem, nein, Nein. ich, nein, du hörst nicht zu. Ich habe dich jetzt gefragt, was ist schlimmer? Ein Stream neu starten oder sechsmal wegen deinem Router. Was ist schlimmer? Aber da lief das der Stream komplett weiter, weil ich sofort beendet habe und sofort ihn neu gestartet habe. Ist der sofort weitergelaufen, weil ich das so gemacht habe. Jetzt habe ich einen neuen Stream gehabt. Ne, jetzt ist vorbei. Nee, wo du das Wenn das jetzt Router-Problem hattest, nochmal. Ich werde auch nur noch bis 11 Uhr machen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe auch Far Cry keinen Bock mehr. wo Nein. du das mit dem Router hattest, musstest du dein Nein, Stream nein. sechsmal hochladen oder Nein. so. Nein, ich habe keinen Bock mehr auf Far Cry 6. Ich will ein neues. Ich mache bald ein neues Stream. Wenn das mit Far Cry so weitergeht, ey, dann habe ich keinen Bock mehr. Weil ich mach das nicht mehr mit. Solange Far Cry 6 diese Probleme hat, bin ich raus auf Far Cry 6. Also ich finde das, wo du den Stream sechsmal hochladen musstest, das war schlimm. Du riechst dich gerade für was auf, was unnötig ist. Nein. Boah, Und ich dran erinnert bin ja gerade der Einzige, wo der Stream neu gestartet ist. Bin ja gerade der Einzige. Warum ich? Warum ich wieder? dich. Hallo, ich habe mein Spiel noch nicht mal, ich habe das Spiel noch nicht mal geschlossen, also. Ja, weil es Standbild ist. Musste ich ja. Ging ja nicht anders. Warum ist bei mir Standbild wieder? Warum bei Aber mir? Flo, was war denn bei dem einen, wo du das mit dem Router hattest, wo das immer abgebrochen ist? Da musstest du einen Livestream, den du gemacht hast, sechsmal starten und bei YouTube sechsmal oder so hochladen. Das Nee, ist, finde ich, weitaus schlimmer. Oder drei, vier Mal. so oft habe ich den nicht hochgeladen. Wenn es Das zweimal war nur. oder drei, vier Mal war es auf jeden Fall. Zweimal nur. Zweimal. Nicht drei, viermal. So, nein. Nein. Soll ich nachgucken? Das war drei, vier Mal war das bei einem Spiel. Ich guck. Ich kann gerne mal nachgucken. Ändert Far Cry 6 nicht langsam mit ihre Probleme was, pausiere ich das. Es nervt einfach nur noch. Du steigerst dich gerade voll in was rein, was unnötig ist.
Ja, ich bin soweit. Kannst du dann schicken. Ja, ich muss warten, bis die Kacke zu Ende ist, sonst kann ich dich nicht ändern. Jetzt schon mal weitergemacht. Ja, ich konnte ja nicht halten. Ich kann dich ja nicht während der Mission nicht einladen. Wie soll ich, geht ja nicht. Dann haben wir nämlich das Problem, was nämlich bei dir heißt, von wegen Beitritt fehlgeschlagen. Oder wie ich das sage, stimmt. Und außerdem habe ich dir mal was vorgeschlagen, aber du wolltest nicht. Ein gewisses Spiel zu starten, aber du wolltest ja nicht und dann, ja. Wer spielt denn? Das machen wir separat. Wenn wir mit irgendwas fertig sind. Bei deinen Worten. Resident Evil? Nein. It takes two. Darauf freue ich mich schon drauf. Den Ding habe ich auch schon geschossen. Auf Tontauben. So weit bin ich noch nicht. Da bin ich quasi wieder im Rückgang. Alter, den hat er gerade voll in die Kimmel geschossen. Au! Da hat der Arzt viel zu tun, um die Schrotkugeln rauszuholen. Habe ich gut was nachzuholen. Jetzt habe ich einen Einsatz, wo ich nachholen muss. Nee, eigentlich war das nicht mehr viel. Du weißt ja da in der Kirche, wo wir den Typ tragen mussten. Ja. Da mussten wir eigentlich nur wegrennen. Zwischendurch kurz mal auf irgendeinen Gegner schießen und dann. Jetzt lade mal ein, du kannst jetzt gerade laden. Weil sonst habe ich noch länger diesen Standbild hier. Ich kann nicht. Ja, dann ist im Moment dann scheint der Server kaputt. Im Moment. Ja, Frank 6 macht schon. Dann können wir beenden. Jetzt kann ich. Das war zu schnell. Außer muss immer eins im Klaren sein. Was war unser Motto eigentlich immer? Oder egal wo wir immer gespielt haben, das muss Spaß machen. Ja, und wenn du dich aufregst, wo man eh nichts mit bringt, ja. Da müsstest du mit den Leuten in Kontakt treten. Kann ich? Jo.
ein Problem hatte ich mit Assassin's Creed auch. Ich weiß es nicht. Ich meine, das war Odyssey. Mit so einem gewissen Alpha-Tier. Was ich mit dem Bären? Weißt du noch, was ich da gesagt habe? Hm. Da war der Bär nicht in dem Bereich. Da war der außerhalb des Bereichs. So, und das war ein Fehler im Spiel. So, ich habe Ubisoft da alles hingeschickt. Ich habe das mit dem, ich habe Screenshots mit beigefügt und allem, pipapo. Ja, irgendwann kam mal ein Update. Dann war das Problem behoben. Dann, ja. Und mich statt aufzuregen, habe ich halt gewartet. Ganz einfach. Aber es bringt nichts, dich aufzuregen. Das bringt überhaupt nichts. Guck mal, ich reg mich doch jetzt auch nicht mal auf, weil ich das scheiß Waffenrad nicht benutzen kann. Was habe ich davon? Außer mein Herz kaputt zu machen. Hallo, das ist ein Spielfloh. Das haben wir früher immer gesagt. Auch wo wir mit Duracell damals gezockt haben. Es ist nur ein Spiel. Und für jeden Scheiß gibt's eine Lösung. Du musst dir immer sagen, es ist nur ein Spiel. Ja, dein Stream ist ja nicht abgekackt. Kannst ja leicht reden. Ne, ich rede jetzt nicht von dem Stream, ich rede von dem Spiel. Es ist nur ein Spiel. Erhöhte Militär. Merkst du das nicht bei mir? Ich bleib einfach ruhig. Selbst wenn ich jetzt neu starten müsste, dann hätte ich neu starten müssen. Fertig. Wie oft ist bei mir schon. Ja, jetzt komm, starte einfach. Machen wir es weitermachen. Man konnte nicht mal so viel darüber reden, einfach weitermachen. Ne, es geht aufs Prinzip. Nein, weitermachen einfach. Und es gibt bestimmt auch Zuschauer, die stimmen mir zu. Hundertprozentig. Ja. Ja. Es ist halt so, es ist nur ein Spiel. Gracias, Dani. Gracias. Und wie oft muss ich ein Stream neu starten? Ja, lass es weiter. Lass es abhaken jetzt. Was steht da? Oh, Musch. Kerl. Nee, Alter, Flo, ohne Witz, du machst das keinen Spaß. Nee. Das ist ein ganz normales Thema, was halt Fakt ist. Und du sagst ja, lass das abhaken. Kann du schiebst jetzt das nämlich an der Seite und dann staut sich das und dann hast du nämlich das Problem. Und irgendwann bricht die Wut raus. Ja, dann schreibe ich mal. Man muss drüber reden. Dann schreibe ich mal bei an Far Cry. Ne, Ubisoft war das. Hin. Aber ich weiß aber nicht, wo ich hinschreiben muss. Keine Ahnung. Da habe ich keine Ahnung von. Ja, wie heißt das da? Heißt doch hier, wie heißt das da? Oh, das ist auch Ubisoft. In dieses, nicht Community, oh, wie heißt das Scheiß noch? Internetseite? Wichtig ist, halt darüber zu reden, weil sonst staut sich das bei dir und dann platzt du irgendwann. Das ist nicht gut, Flo. Und das will ich damit dir sagen. Ja. Du tust dir selbst keinen Gefallen damit und einfach ruhig bleiben. Warte mal, wo war das denn jetzt hier? Ach ja, Fahrzeug. Sieh mal, guck, ich habe selbst eine Lösung gefunden beim Aussetzen, wenn man das Waffenrad nicht drehen kann, benutzen kann, dass man trotzdem sein Fahrzeug bestellen kann. Oh, Entschuldigung. Den Weg laufe ich nicht. Ja, will ich auch nicht machen. Hier, guck mal, geh mal auf Option. Notiz. Bitte? Dann gehst du auf Fahrzeuge. Pass auf, Fahrzeuge. So, dann gehst du auf das Fahrzeugmodell, wo das da steht, mit dem Autobild. Da steht nämlich Fahrzeug rufen.
auf den Fahrzeugmodell. Fahrzeug rufen, ja, Viereck. Diese? Schon habe ich eine Lösung gefunden, zumindest für das Autoproblem. Einfach gechillt, ruhig bleiben. Oh Gott, ey, oh. Habe ich jetzt ja Bäume mit abgefackelt? Alter. Was hast du abgefackelt? Mit meiner Flasche. Der fackelt hier, Molotow-Cocktail. Du fackelst gerade unser Gelände ab, ne? Unser Zuhause, das ist dir schon klar, ne? Das wird der Chef auch nicht schön finden. Du bist drin, Alter, bist drin. So, dann machen wir jetzt eine Mission noch und dann... Warte mal kurz. Was? Du bist doch drin, ne? Ah, geschissen. Ah, telefonieren. Wir sind direkt in eine Falle getappt. Warum? Oh! Aua! Also so sieht das aus, wenn man ein Auto überschlägt. Was ist mit dem Onkel? Ich krieg das hin. Den Onkel zu stürzen. Das ist unser, ne? Ja. Ja, ist Blue. Ja, aber wenn das rot wirkt, würden wir nicht platten. Da ist sie einfach nicht wegen so Fehlern die Fahrt dauern lassen. Guck mal, Mappies. Aber ich darf ja nicht drauf gucken. Die Mappies sind ja lesbisch. Deshalb das Beispiel bei mir mit Assassin's Creed. Lass dir das Spiel nicht kaputt machen, nur wegen irgendeinem Fehler. Oder wegen irgendwelchen Vollfassen. Worauf ich noch vollfassenmäßig anspielen will, weiß der Paul. Ne? Hat im Halt des Team nichts zu suchen, warum sag ich das? Gott, was jetzt? Ich fliege. Du weißt, wen ich meine, ne? Ich fliege gerade. Beim Missgravier stampelt. Ja, schon wieder Stampel. So, jetzt bin ich im Dunkeln. Hallo? Hilfe, ich sehe nichts mehr. Hallo, ich will was sehen. Hallo. Ich hab dunkel. Ich muss dich abholen. Alter, wo bin ich? Du stehst in der Kuh. Du bist im Wolfsinn. Alter, wo bin ich? Wie sehe ich mir, Helfer? Jetzt habe ich den Baum gefickt. Hey, wo bist du? Ah, ich sehe wieder was. Partner wurde teleportiert. Aber was machst du denn da? Du hüpfst wieder auf der Straße. Mit deinem Popo. Das tut doch weh! Pass doch mal auf dein Popo auf! Kannst du da rein? Ja. Ja. Diese so musst du reagieren. Das ist viel besser. Was war das? Ich hab geparkt. Mit einem Crash. Wird nie wieder dieselbe sein. Warte. Da ist ein Kreuz, da oben. Ah, die Kirche wird gefickt. Ja, kannst mal eine Beichte abnehmen. Bin sowas von lieb. Ich erinnere mich noch, wie ich Karl. Ist jemand Gewisses im Chat drin? Nein. Also kann sie kein Kommentar jetzt dazu sagen. Was? Was ist passiert? Verfluchte Soldados. Wahrscheinlich sind sie in ihrer Lieblingskneipe. Hast du eigentlich auch diese andere Sprache? Gracias, Padre. Nee, du hast die deutsche Sprache. Ich hab Englisch. Untertitel. Wie? Das war's? Achso. Wollte gerade sagen. Suche nach jetzt? Carlos Machita.
Da trompiert einer. Ah! Warte. Flo, geh nochmal raus. Drück mal Dreieck. Langsam Dreieck. Ah! Also haben wir doch noch eine Möglichkeit, Waffen zu wechseln. Weißt du jetzt, was ich meine? Bleib ruhig. Man muss gucken. Ich steig ein. Ich bin auch drin. Ach, hast du eigentlich schon mal in meinen Autospiegel geguckt? Merk nix. Guck mal im Autospiegel. Da oben. Da hängt nix. Nein, hier am Autospiegel. Im Innenspiegel. Der normale Autospiegel. Ja, da ist aber eine blaue Fahne jetzt dran. Ich sehe keine Fahne. Echt nicht? Ja. Blaue Fahne am Linksspiegel. So, wo müssen wir denn hin? Wer bollert hier rum? Ich bin's nicht. Alter, wer bollert hier rum? Wer bollert hier rum? Hier bollert nicht. Hier bollert irgendwas. Und außerdem kannst du ja froh sein, dass wir das nicht allzu oft machen. Alter, wer bollert hier rum? Bop, 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 bop. Als ob einer irgendwo gegen. Als ob das Auto irgendwo gegenfährt. Bop, bop, bop. Oder ein Mensch da gegenknallt. Mit seinem Kopf. So. Buff, 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 buff. Was? Ein wahrer Iraner? Ich habe keine vernünftige Linie, aber ich brauche irgendwie. Ich wollte nur sagen, ich weiß, dass es vielleicht schwer ist, mir zu vertrauen. Dass ich eine Linie mache. Gibt es schon eine Menge neuer Gesichter. Ist schon okay. Naja, nicht jeder kann vergeben wie du. Es steht mir nicht zu. Müssen irgendwo da in dieser Richtung. Du tust dein Bestes. Da spritzt Blut. Wo spritzt? Im Auto spritzt Blut. Hallo, ich bin eine Frau. Ich habe meine Erdbeerzeit. Im Auto spritzt Blut. Ja, ich hab meine Erdbeerzeit. Ich hab meine Tage. So schnell. Und ich hab vergessen, mein Tampon reinzustecken. Aua, aua, aua. Das tut doch weh. Was, ein Tampon? Spritz, 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 spritz. Aber im Rücksitz spritzt Blut. Ja, ich spritz nach hinten. Ich hab mir einen Schlauch reingesteckt. Er spritzt Blut. Ah, hallo. Warum machen Sie? Also ich will nein, nicht aufsteigen. Ja, nicht einsteigen. Oh, leck mich doch. Was Arsch. Denn jetzt? Ein aus, ein raus mit den Klaus. Wir haben nichts gemacht. Wir haben keine Waffen. Oh, natürlich. Blusser. Guck mal, oben, was auf dem Auto ist. Da sehe ich nichts. Ja, wir kommen näher, aber wir müssen gucken, wie wir reinkommen. Ah, wie wir reinkommen, ah. Man kann so schlecht sehen in dem Auto. Ich muss ausschalten, ich sehe nicht. Könnte passen. Ja, die Sicht im Auto ist scheiße. Kann man nicht richtig gucken. Oh, Alter. Hi.
scheinen richtig zu sein. Hier hat irgendwas gebummt gerade. Na, passt das? Aber wir bleiben stecken. Das muss die Bar sein. Ach, da muss die Bar sein. Ich bin durch. Was, da gibt's ein Bier? Gleich gibt's Bier, gleich gibt's Bier. Ja, hier ist das die Theke. Hier gibt's Bier, hier gibt's Bier. Dein Auto rollt. Hallo, bleib doch mal stehen. Hallo. Ich brenne. Heiße Musch. Oh, den habe ich gerade in seinen Pullover geschossen. Aua, du tust mir weh. Hallo, sei nicht so frech hier. Sag mal, hack's bei dir, du dämliche olle Kuh. Und dann noch flüchten, oder was? Oh Gott. Ich hab das Ding, komm, lass uns abtischen. Ja, komm, lass abhauen. Ich hab das Ding eingesteckt. Ah, eine Musch. Ich bring dich nach Hause. Komm, lass abhauen. Alejandro, ich hab sie. Oh, scheiße. Gott sei Dank. Die Machete deines Vaters sollte einem Montero gehören. Ah, die Machete! Die Machete! Die Machete im Arsch. Bis bald. Oh, war eine Machete, das sah aus wie so ein Wettig mit irgendwas. Machete im Arsch! Aua! Wow, sag mal. Fahren Sie doch mal Führerschein. Weißt du, wo ich meinen Führerschein gemacht habe? In der Botanik. Nee, in GTA. Ah ja, genau. GTA! Ja. Kommst das Auto noch weiter? Oder dreht er durch? Aua, das tut doch weh dem Auto. Was, ich habe jetzt die Straße gefunden. Wo müssen wir überhaupt hin? Halt die Augen auf. Ich muss kurz auf Karte gucken. Ach, wir müssen doch wieder ins traute Heim. Ins traute Heim. Ja. Home sweet home. Schild braucht keiner. Oh, das Schild weit geflogen. Das Schild ist von kaputt machen. Da glaubt nichts. Nee, ich glaub, das war nicht so eins. Ich stehe schon wieder. Ich stock schon wieder. Wo schießt du? Bei mir stock schon wieder. Ja, ist das gut. Ist... Ihr hört Radio Werder. Aua, hallo, hallo! Sei mal nicht so frech hier! Bist du wieder drin? Sag mal, hallo! Sam, Alter, raus. Der hat Bims am mein Auto, ich glaube, es hackt! Der hat mein Auto gebimst! Bimst der das Auto? Hackst bei dir oder was? Schon wieder am Stehen. Na! Jetzt bei mir auch noch ganz normal drinne. Ja. Ja, jetzt läuft's wieder. Jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich wieder flüssig. Weiß nicht, irgendwie im motorischen Autos oder so, da stockst.
aber sobald sie zu Fuß sind... Ja, dann an gewissen Ortschaften so, ne? Aber zu Fuß, da passt, da... alles gut. Kannst du mal aufhören, mir auf die Titten zu gucken? Oh, ich sehe das auch in deinem Stil. Du guckst auf die Titten. Möppis, Möppis. Da siehst du es schon wieder. Oh. Titten sieht man aber gut, ne? Möppis. Möppis und Mosch. Gelb, Rot für Braunschweig. Ah, ah. Die Autos, ah, LKW hat geschwebt. Bei mir steht schon wieder. Jetzt läuft es wieder. Steht. Ist das blau? War das? Was? Unser? Ja. Costa del Mar. Hallo, jetzt wackelt doch nicht so. Soll ich mal im Reparieren? Bleib mal stehen. Bin gleich da. Ich möchte auch mal schweißen. Gleich da. Sind wir hier schon am Lager? Na, kommt das. Aua. Es hat geknallt. Guck mal, die Frontscheibe ist schon kaputt hier. Wir werden voll eingeblasen gerade. Wow, wow, wow. Nein. Und wir stehen bleiben. Habe ich einen Scout geparkt? Sehe ich noch nicht. Bei mir steht's gerade. Ja, ich habe Scout geparkt. Ich hab wirklich Scout geparkt. Sehe ich immer noch nicht. Ich bin hier gerade voll reingerutscht und hab mich dabei gedreht. Hab ich nicht gesehen. Ich bin hier voll reingedriftet und hab mich so hingestellt. Hab ich nicht gesehen. Eigentlich Scout geparkt. Hab ich nicht gesehen, bei mir war es gerade am Stehen. Ich hab nämlich gerade ein Stehen gehabt. Meine Mappy sind da. Tor für Schalke, 3-1. Ah. Guck mal, Mappies, Popo. Du hast gerade den Müller mal weggekickt. Darf man das? Hallo. Ich bin feucht. Ah, feucht. Darf ich mal fühlen? Voll die Rakete auf dem Rücken. Da müssen wir hin. Guten Tag, alle Ziege. Ah ne, da muss rein. Da müssen wir rein. Hier. Abgeschlossen. Ja, zu dem komischen Kautzer, den wir da, glaube ich, retten mussten. Ach, hier singt er. Steckt er jetzt in die Machete in den Arsch? Aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar. Su siembra. Wir haben dich gerettet, aber das heißt nicht, dass wir dich wollen. Komm schon, sein Vater wird beerdigt. Carlos für Alejandro, ein Scheißtausch. Ein Scheißtausch. Aua, sag mal, Hax bei dir. Sag mal, was schubst du mich hier gegen Grab, ey? Sag mal, geht's noch? Ja, du musst aber eins bedenken, es geht um eine Beerdigung und einen Menschen, der, schöne Grab. Ja, einen wichtigen Menschen, ne? Na. Die guckt aber auch ganz so grimmig, ey, die Eude. Guck mal, die hat Machete in der Hand. Es ist ja auch ein Verwandter von ihr gestorben, ne? Guck mal, die hat eine Machete in der Hand. Ach, die hat eine Machete im Stein gestochen. Ich kannte deinen Vater nicht, aber meine Familie arbeitet seit 50 Jahren auf diesem Land. Ich habe Infos zu General José. Ich gebe dir seine Tenientes. Por Was? Favor. Ihr braucht neue Uniform. Oh, die schließen sich an. Okay.
Okay. Aber Bro, wie würdest du reagieren, wenn dein Vater gestorben ist und die reden da so eine Kacke über dein Dad und so? Würdest du wahrscheinlich auch so reagieren. Bei mir wird das kalt, mich wird das kalt lassen. Den Sohn Hals kriegen. Ach, jetzt hat rot, jetzt hat Schalke gelb-rot gekriegt. Aber das macht es, da ist ja schon Nachspielzeit. Weil mein alter Herr geht mir am Sack vorbei. Alter, warum, da sind ja... Alter, sind die so hochgegangen? Mhm. Na, aber immerhin, wenn die geliebten Menschen dementsprechend beerdigt. Schöner Grab. Also hier liegt ja der... Hallo, jetzt geh doch mal da runter. Da liegt ja der Vater jetzt von der einen. Mhm. Die waren zwar nicht gleich am Meinung, aber... Wenn, guck mal, hast gesehen, wie die reagiert hat? Also die hat die ihren Vater trotzdem geliebt, auch wenn sie nicht immer gleicher Meinung waren. Aua, bin runtergerutscht. Hier sind kleine Lagerfeuer. Auf einer Luftraum. Guck mal, ich hab einen Helm auf. Was? Ich hab einen Helm auf. Ah. Du kannst den Helm wegmachen und hast ihn trotzdem noch drauf. Warte mal, da musst du bei Helme gehen. Glaube ich war das. Bei Helme? Genau. Und dann, kannst du L3 drücken, dann hast du den Helm weg oder an. Du musst aber genau auf den Helm gehen, den du hast. Ja. Cool. Also wie bei Assassin's Creed, habe ich vorhin durch Zufall gefunden. Weil für den Hall, du hast den Helm zwar aufgesetzt, aber man sieht nicht. Ich hatte doch gerade irgendwas markiert. Ja, du hast hier Rosalinde, gebratene Rosalinde gemerkt, markiert. Da. Deshalb war das weg. Ich werde euch nicht mit Samthandschuhen anfassen. Ah, die meint das. Kann ich mir vorstellen, da ist ja auch gerade dein Vater auch verreckt. Suerte, Dani. So, dann lass uns jetzt mal die letzte Mission machen, oder? So gucken, dass das jetzt mehr oder weniger das Beste daraus machen. Mhm. Was anderes kann man nicht machen. Und wenn das nichts wird, dann wird die Rosalinde hier... Rosalinde! Aber erst gewaschen. Guck mal. Guck mal, wo der da oben ist. Guck mal, die rennt auf dem Dach rum. Was macht der denn da oben? Hallo, Sie brauchen nicht Selbstmord machen. Hallo, kommen Sie da runter. Da steht ein Auto. Hier steht doch ein Auto. Ja, ich will mal was Unbewachtetes nehmen. Oh. Ein Brian O'Connor Auto. Brian O'Connor Auto. Ja. Geil. Ja, es war. Weil so das Auto, das sind die in, ich glaube, in Mexiko gefahren. Zumindest von der Form her. Also ich habe mir den 10. Teil jetzt auch angeguckt. Ja, habe ich gesehen. Reinfall. Reiner Reinfall. Ich mag ihn nicht. Ich mag den letzten Teil nicht. Das hat mir in der Seele wehgetan, als ich mir den angeguckt habe. Die 4,99 hätte ich mir sparen können. War mir zu teuer. Ich bin richtig enttäuscht von dem 10. Teil. Das einzig Gute, was an dem 10. Teil war, war das Rennen, was ich da gefahren habe. Ich bin leider enttäuscht. Oh. Also
ich fand ihn überhaupt nicht gut, außer das eine Rennen. Jetzt weiß ich auch von vielen Kritikern warum. Der wird auch mehr als schlecht bewertet als gut. Kann ich gut nachvollziehen. Jetzt weiß ich warum. Guck mal, alleine Brian O'Connor war nicht zu sehen. Die ganze Zeit nicht. Es wurde von ihm geredet, aber er war nicht zu sehen. Ach, bin wieder auf ein Auto geflogen, bestimmt. Kannst auch Richtung den Rest auch laufen. Danke. Hier ist... Nein, hier ist ihm halt so ein Ding. Glitch. Das Ding brauchst du nicht mal betätigen, das Ding ist kaputt. Oh oh. Hat der Raketen gefangen gehabt? Das Ding ist kaputt. Habe ich doch gesagt. Das kannst du nicht mehr benutzen. Der Bro hat Feuerwerk! Das sah jetzt echt geil aus. Du hast das dicke Ding da in der Hand, weißt du, und hinter dir zerspringt das Schild in Zeitlupe. Das sah jetzt cool aus. Ja. So, jetzt kommen wir mal. Ah, nein, können wir nicht. Ich glaube, wir sind irgendwo. Ah, ist offen. Okay. Bunker. Doch kein Schlüssel. Hast du die Truhe geöffnet? Jo, hast du. Schießpulver. M16NV. Leichtes Maschinengewehr. Oh. Hab ich nicht. Und nachher reden wir mal, was wir stattdessen machen, ja? Bis das hier mal auf Fehlerbar erhoben. Ich hab kein Maschinengewehr gekriegt. Das ist immer unterschiedlich, was wir anscheinend kriegen in den gewissen Kisten. Ich hab eine Angel. Ah. Außer anscheinend in dieser Koko-Dinger da. Carlos ist ehrenvoll gestorben. Wir werden ihn nicht vergessen. Gut, hört sich gut an. Carlos das Auto. Steht irgendwo. Ein Bike. Bitte. Ach, da. So. Jo. Das ist klar. Polarmann drin. Polarmann drin. Pullermann ist drin. Ja, ist Pullermann ist drin. Ich wollte mir nur die Hupe anhören von dem Ding. Ach hier. Au, oh, wow. Ding ist doch nicht gerade einfach zu denken. Eine Okataro ist das. Eine was? Eine Okataro, oder was da steht. Zwischen deine Möppis, zwischen deine Musch. Guten Tag. So, wir haben keine Waffen, ne? Kauf uns nicht an. Töte Josés obersten T-Medi... Ach, leck mir den Sack. Irgendwo so einen komischen mexikanischen Kraut. Guck mal, Mappies. Oh, oh, Popo. Popo. Voll auf den Popo gestartet. Versehentlich am Popo gepackt.
Ah, er meint. Da blase ich ihm das Licht aus. Dann lasse ich den rekommendieren, dass das Licht aus. Hast du gehört? Die bläst ihm das Licht aus. Ja. Also, das ist trotzdem irgendwie ekelig. Auch wenn ich jetzt eine Frau bin, also wird das ja trotzdem passen. Okay, beim Mann wird das auch passen, wenn er auf Wattebäuschen steht. Aber ne. Blasen? Nein. Aufpassen, hier sind Kameras. Die kannst du ausschießen. Meine Krieger, ich bin stolz, euer furchtloser Anführer zu sein. Der Terrorist Carlos Montero ist tot. Aufgrund dieses großen Erfolges habt ihr euch ein wenig frei. Ich geh lieber geduckt. Genießt eure Zeit im Resort. Aber vergesst nicht, wem ihr das zu verdanken habt. Ich glaube, da ist der Kasten. Ich sollte den Alarm ausschalten. Alarm ist aus. Felicidades, mis soldados. Heute ist Yara ein besserer Ort geworden, denn Carlos Montero ist getroffen. Ja, du wiederholst dich. Da ist noch. Wie sieht das mit dem blauen Licht? Das sind Kameras. Ja, wollte ich gerade dran schießen. Ich hoffe, ihr wisst diese große Ehre zu schätzen und genießt eure Zeit. Nochmals Glückwünsche für diese historische Errungenschaft. Mosch. Champagner. 27 Flaschen, $15,400. Boah. Was? Massagen? Scheiße, da kann ich nicht mehr drauf gucken. Kannst du da noch drauf gucken? Bienvenidos, San Comes. Ich würde mich nicht noch wundern, wenn da noch steht, wie viel Kondome der gekauft hat. Ja. Ah, hier. Also, das Schlafzimmer gefällt mir. Hier werden richtig. Guck mal, hier sind alkoholische, weiß ich nicht, Getränke. Hier. Und hier werden ganz schön schweinische Sachen gemacht. Oh ja. Warum fällt mir da nicht jetzt ein gewisser Name ein? Ah. Oh, hier ist jetzt mehr, ne? Ist das hier, ist das ein Bordell oder was ist das? Da kommt man nicht weiter. Da kommt man nicht raus. Felicidades, mis soldados. Heute ist Yara ein besserer Ort geworden, denn Carlos Montero ist getroffen. Also hier geht's auf jeden Fall ab, Bro. Also hier würde ich gerne einziehen. Hier gibt's jede Menge Bier. Den Fernseher, den nehme ich auch. Der macht kaputt. Was, den Fernseher? Aber der ist kaputt, ja. Der, wenn er heile wäre, dann würde ich den nehmen. Ich hatte da gerade kaputt geschossen vorhin. Na. An meine wörsten Jahre. Ist das hier? Ist das hier ein Bordell oder sowas? Da oben ist was. Da muss der Mannequin. Ich bin noch unten und guck unten noch. Da hieß ich, hier unten ist nur noch der. Was zum Einsammeln. Alter, was geht hier ab, Alter? Alter, hat der da Drohne nochmal? Würde mich nicht gleich echt wundern und dann schmeiß ich mich echt voll Lachen weg, Alter, wenn da oben jetzt welche am Rumbimsen sind, wenn wir die Tür aufmachen. Yeah.
Das habe ich schon gemacht. Da hast du schon aufgemacht, gut. Hm. Da noch was? Ne. Nochmal hochgehen. Meine Krieger, ich bin stolz, euer furchtloser Anführer zu sein. Du wiederholst dich, du Flachzange. Ja, ich da. Aufgrund dieses großen Erfolges habt ihr euch ein wenig Freizeit von euren Pflichten verdient. Genießt eure Zeit im Resort. Also hier wird auf jeden Fall ordentlich Bier getrunken. Oh ja. Bier. Gleiches Bier, gleiches Bier. Habt ihr wissen, ob die rübergelassen? Ja, haben die, glaube ich, nicht. Hier ist ein Sattel. Okay. Als wäre er auf seiner Ranch. Es wird Zeit, die beiden Arschlöcher auszuschalten. Alright. Hast du mir gerade in den Popo geschossen? Ja, ich hab den Fernseher geschossen. Ach so. Da noch eine Etage höher. Da war ich schon. Da ist nichts. Verkaufst du die rein? Auch nicht. Auch nicht. Die Terroristen sind hinter meinen festen Tenierten schwer. Was? Wer denn jetzt, ja? Ich versichere euch, dies wird nicht. Oh ja, hier ist auch viel los gerade. Ich fürchte weder Gott noch Tod. Aber ich bitte euch, wachsam zu bleiben, denn diese Terroristen lassen sich nicht von ihren Plänen abbrechen. Neues militärisches Ziel aufgedeckt, okay? Ja, weil ich so einen Zettel aufgelesen habe. Achso. Die Terroristen wurden besiegt und Carlos Montero ist tot. Alles, was da bist du ja. Das will Carlos, du Wichser. Du Wichser, sag dir, eiskalt! Geh doch mal weg mit deiner Musch. Was? Was denn? Wer ich? Noch nicht, aber ich glaube, ich weiß, wo sie sind. Carlos, der Wichser ist tot. Der Wichser, sag die eiskalt, ne? Wichser. Na, ich hab eine BP-Ruck. Grad. Jetzt hast du eine Waffe gekriegt, ne? Ja. Jetzt hab ich nämlich nur Schießpulver gekriegt. Ja. Hier haben wir eine BP-Ruck. Da hab ich keine Ahnung von, was das für eine Waffe ist. Der hat eh kein Gesicht gehabt, hast du gesehen? Also bei mir hat er wirklich kein Gesicht gehabt. Nee, da springe ich nicht runter. Nee, will ich auch nicht machen. Da gehe ich doch lieber zwei Etagen tiefer. Genau, Mosch. Ich bin auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach. Ich spring von der Terrasse raus und bin auf dem Dach. Also ich bin ganz unten jetzt. Wo bist du denn? Bin beim Haupteingang. Oh, Mappies. Alle guten Muschis kommen von oben. Guck mal, unser Bike ist noch da. Ja. Okay, einer ist da noch hinter uns und dann ist da hier da vorne noch einer. Komm mal hier rein. Oh. Aua, das tut doch weh, das arme Motorrad. Weg. Und der arme Popo. Und der arme Popo, ey. Ist doch eh nur gemobbt. Popo. Der eine Wichser ist tot. Oh. Oh, Motorrad ist auf jeden Fall gewaschen. Toilette. Ich drehe noch durch. Musst du keine neuen Rekruten ausbilden? Gornio, die können nicht mal gerade ausschießen. Ich sollte den zu der Akademie schicken auf der Dube. Ach,
die können nicht mehr geradeaus. Was sind das denn für Rekruten? Toiletten putzen und Sie, Senior, sagen. Das wird schon mit dem. Nicht gegen Baum fahren. Ich weiß nicht. Oh, wow. Du bist die beste Guerilla im Westen. Sie sehen zu dir auf. Nutze das. Du findest echt viel Müll, Lucas. Ich weiß. Das Motorrad dampft. Danny, kann ich was fragen? Klar. Hast du auch jemanden verloren? Als ich draufsetze, du dämlicher Holzkuppel. Sieh es, Baba. Ich habe Menschen verloren. Meine Freunde. Genau. Wunderbare Freunde. Das wollte ich machen. Alle genommen. Oh, oh. Au, wo bin ich? Au, wow, ich seh nichts. Was war das? Eine scheiß Blattgranate. Das sagt auf jeden Fall nichts mehr. Gut. Popo. Was wo Bewegung? Aua, aua, ich brenne. Warum brenne ich? Aua, warum brenne ich? Hallo. Ist ein alter Typ. Oh, ich bin Alter. Aua. Was war das? Der hat mir direkt ins Rohr gefahren, gerannt. Das ist der Finger. Sie flieht. Warnung, das Ziel kommt. Ah, das Ziel kommt. Ich hab da einen Teniente gesichtet, aber irgendwie entfernt er sich von dir. Scheiße. Danke. Ah, ey, ich hab das Ziel gebrochen. Zurück. Yo. Wo bist du? Da ist die Muschel. Aua, du tust mir weh. Und der Alter, ich hab die vorne in den Busch geschossen und der Bro schießt zwischen Augen. Bro, die Muschel haut ab! Fuck. Alter, die Musch haut ab! Kein Auto am Start! Warte, oh, das kann lange dauern. Oh, Fahrzeug bestellt. Wie du hast geschützt und fegt ihn voll weg. Pass hinter dir auf! Lucas, der Teniente konnte sich an mir vorbeischleichen. Ist leider weg. Verstanden, danke. Komm, Musch! Ach, ey, leck mich doch am Sack! Steig ein, du dämliche Holzkrüppel. So, fahr zurück, komm, mach eine Bombe nicht. Versuch den anderen zu kriegen. Noch ist Zeit. Keine Sorge, das ist ein toll, mein Auto brennt. Raus hier! Ewig können sie sich nicht verstecken. Alter, das ist ein scheiß Auto. Ah, ich brenne! Aua, du tust mir weh! Nicht scheiß Auto, eigentlich gutes Auto. Ach so. Warte. Ah, Leute, du sollst einsteigen, du dämliche Holzgruppe. So, ich bin hinten. Lass los, fahr los. Oh, fährt das so langsam. Das Ding ist im AA. Wir müssen reparieren. Alter, das weit geht das ratzefatze. So, wohin jetzt? Der eine Krüppel ist entkommen, also dahin. Was ist denn darum?
Das hört sich an. Wieder stehen geblieben. Was bist du? Bei mir steht's. Ich vermute aber, dass das wegen den Fahrzeugen immer zu schnell fährt, weil wenn ich habe gemerkt, wenn ich langsamer fahre oder wie beim Motorrad, passiert mich nichts. Ja. Bist du wieder da? Ja, bin wieder da. Kannst fahren. Oh, ein Schild. Kaputt gemacht. Au, wow. Alles kaputt machen hier. Kaputt gemacht. Weißt du, was ich geil finde? Du hast hier, guck mal, einen Riesenbaum gerade platt gemacht, ne? Und in GTA, wenn du da durch den Busch fahren willst, bleibst du stehen vor. Bäm, Alter. Voll logisch, ne? Vorsichtig. Aua. Scheiße, ich bin versehentlich ausgestiegen. Hallo, Hilfe! Hallo, nimm mich mit! Hallo. Vor dir. Da bist du. Guten Tag. Wahre Musik für wahre Jarana. Radio Verdad. Radio Verdad. Vor die Bäume kaputt machen. Wow. Wow. Nein, ich bleib wieder stehen. Ich hab eine Kokosnuss vom Kopf gekriegt. Ja, ich sehe die Kokosnuss noch. Zwei Stück. So, jetzt bin ich wieder da. Guck mal, hier gibt's ja auch ein Wein. Yeah. Oh Gott, ein Bierchen. Seien so frech hier. Sag mal, hack's bei dir oder was, du dämliche Holzkoche? Geh doch sterben, du dämlich Holzkoppel! Hallo! Hallo, wo willst du? Alter, wo schießt du mich hin, du dämlicher? Aua, du Ich hab dich in den Busch geschossen. Geh sterben! Bang, bang, du bist tot, Motherfucker. Wo bist du? Aua, ich bin hinter dir. Alter, wer ballert hier noch so rum hier? Hier, Doggy Dog hier. Hinter dir, tot. Doggy Dog. Oh, guck mal. Oh, Flamingos. Yeah, man. Köpper. Oh, schön. Hier vorne ist noch was. Ach, da. Nicht alle von ihnen. Was, wohin? Geh doch da. Hallo. Ich komme hier nicht hoch. Da geht wohl gerne einer mit Stiel ins Wasser. Okay. Rangaufstieg. Da sind Stiele im Ding. Das ist Danny. Ja. So oder so wird José die Botschaft verstehen. Komm bald mal zu mir. Hier ist die Kirche. Da. Ja. Halt. 10 Monedas. Monedas, das hört sich immer an. Ne? Hier ist aber ganz schön viel. Aber da ist was. Bin full.
Du bist grün. Kann ich mal ab. Jetzt ist leer. Ich habe Schießpulver. Oh, schöne Paar, das nehme ich gerne. Wir gehen an hier. Da ist ein Ausrufezeichen. Schön mit Pool und so. Den Gartenwein kaputt gemacht. Oh! Was hast du da jetzt weggeschossen? Da ist noch ein Rufzeichen. Ausrufezeichen? 14 Metall. Humayak-Gebiet. Ja. Was ist das? Achso, hast schon. Hat er mir gerade gedacht, auf jeden Fall. Ich bin fool. Reise. Jo, no problema. Ich bin eine Lesbe, willst du mich heiraten? Hey, nicht weglaufen. Ja, mach ihn kaputt. Schießen den Pullermann weg. Genau. Ihren Frauenhelden. Also, da. Ballermann dran. Balam. Wo sind wir denn? Wir sind da vorne. Also ich guck jetzt einfach mal, dass wir jetzt einfach erstmal nur zurückfahren. Hier ist Uran. Da ist das Puma-Jagdgebiet. Hab das Puma-Jagdgebiet. Ah, wenn man die dementsprechenden Dinger findet, dann werde ich auch noch die Jagdgebiete wirklich auf der Karte. Was ist das denn? Verschwörung, okay. Zum Gelände. Aber erst nehmen wir das Uran noch mit, das ist ja hier die Vorne. Ding Dong. Hallo, sei nicht so frech. Ja, natürlich wollen wir dich umbringen. Er fliegt erstmal rum hier. Der hat geschissen. Hier haben wir wieder was zum kaputt machen. Hast du Handgranaten? Ich weiß nicht, ob ich... Hier warst du kaputt machen, hier da. Hast du Handgranaten? Ich glaube, ich habe keine. Ich habe geschissen. Er hat geschissen. Ich habe Explosionswurf. Ja. Aua, das arme Pferd! Hack's bei dir! Er lebt doch noch. Gut. Tschüss, Pferd. Alter, was für ein Pferd! Uran gemobbt. Wo ist jetzt das Auto? Ah, da wo ich geparkt hab, ne? Achill und Bummelig. So. Also das? Achso, das war wieder so ein Schatzdings da. Wo ist das? Da. Ich würde ja gerne teleportieren, aber nee, das lasse ich lieber. Drin? Ich bin drin. Okay.
Wir fahren falsch rum. So. Oh. Wow. Danke. Durch den Busch. Ich guck gleich mit dir. Und aber wieder stehen bleiben. Auch schon wieder. Ja. Ah, jetzt bin ich wieder. Fahren die denn, ey? Von dem Shop bei. Ich hab die von hinten gebubst. Aha. Man muss. Immer auf den Map. Aua! Ich sehe den Himmel. Was? Au, 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 sag mal. Hä? Das tut doch weh. Das ist gar nicht passiert bei mir, was ich gerade bei dir gesehen habe. Ja, das, was gerade bei dir war, ist bei mir nicht passiert. Ja, dann spinnt das. Buff, 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 buff. Und wieder stehen bleiben. Das kann aber auch. Das kann nicht an Dingens liegen. Aua! Wieder ein Unfall. Also das kann nicht alleine an Ubisoft liegen. Nicht alleine. Also nicht komplett. Irgendwas, weiß ich nicht. Man müsste nur rausfinden, was das ist, genau. Ja, das Spiel dirkt das ja auch im Moment nicht mehr. Far Cry 6. Hat er mir gesagt. Ne, das kann nicht alleine nur am Spiel liegen. Das muss noch irgendwas anderes muss das sein. Ich habe zum Beispiel einmal meinen Router umstellen müssen. Seitdem lief auch alles ein bisschen besser. Nicht im Bach fahren. Kann auch sein, dass du nur eine Einstellung an deinem Router ändern musst. Das kann auch sein. Weil ich habe nämlich mich mit dem Dings auch mal unterhalten, wo diese Fehler, das Fehler, was auch immer, und dann, ja, habe ich mich mit der Beraterin zusammengesetzt, dann sind wir meinen Router durchgegangen in den Einstellungen und habe eine Einstellung geändert, dann war es besser. Kann vielleicht auch daran liegen. Warum blinkt das Ding hier schon wieder? Ach ne, das blinkt ja immer, ist nur nicht mehr auf der Karte zu sehen, okay. Guck mal, Rosalinde Machaya. Oh.
Rosalind. Der kleine Hund ist voll süß. Hm. Roberto, sagt er. Ja genau, schmeiß mal das Feuer an für die... Oder schärf schon mal die Machete für die gaute Rosalinde. So ist es. Hast du eigentlich schon den Controller da auf der Karte gesehen? Auf dieser Minimap? Ja. Ja, da kann man irgendwie durch welche Spielchen spielen, aber da muss man... Das sind, glaube ich, die DLCs, die man bezahlen muss, glaube ich. War ja klar. Das ist dann noch irgendwie ein anderes Level oder irgendwie, keine Ahnung. Habe ich mich noch nicht wirklich mit beschäftigt. Lohnt sich auch noch nicht, wenn das noch so spinnt. Die schwingt ihre Machete rum. Ja, was? Ja, die macht er wahrscheinlich hier für das nächste... Oh, guck mal, die Rosalinde sieht jetzt wieder anders aus. Die verändert sich. Die verändert sich. Die sah vorhin anders aus. Mhm. Noch nicht so zerschnitten oder so da oben. Krass. Ja, ich würde aber sagen, komm, wir machen hier mal ein Ende. Genau. Weil selbst wenn jetzt noch eine Stunde oder zwei Zeit dafür wäre, dann hätte ich jetzt auch dementsprechend keine Lust dazu. Auch wenn ich jetzt zumindest zwei Sachen rausgefunden habe, die man mindestens auch, wenn man das nicht durchs Waffenrad benutzen kann, mindestens durchs Menü ein Fahrzeug bestellen kann. Und durch Dreieck halt noch die Waffe wechseln kann. Genau. Auch wenn sie zwischen zwei sind. Ist wenigstens ein kleiner Trost, aber auch kein großer Trost. Ja. Ich sag mal so, trotz des Problemchen. Hab das trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Gucken, genau. Werden aber gucken, irgendwie, dass wir was anderes machen können, solange am Start machen Fehler haben. Sind. Genau. Das heißt also, ich werde in meinem Steam-Plan dann schreiben, dass Far Cry 6 pausiert wird. Es wird weitergehen, aber es kann sein, dass die stufenweise pausiert, würde ich jetzt mal sagen, weil wir müssen ja mal gucken, ob es dann geht oder nicht. Ne? Ja. Ja. Schauen wir mal, gucken wir mal, irgendwie finden wir schon was. Goates. Ja. Gucken wir mal. Von mir hörte auf jeden Fall morgen erst wieder was, heute genau. Nicht mehr. Ich muss doch, glaube ich, jetzt keine Streams mehr nachholen. Habe ich alles nachgeholt. Ja. Und ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall für jeden, der zugeschaut hat. Ich hoffe, das heutige Streaming ist macht euch die Freude nicht kaputt, uns weiter zuzuschauen. Ist halt doof, ist ärgerlich, kann man nichts machen, aber man müsste halt den hier Ubisoft-Dings da, ich komme nicht auf den Namen, wie das Ding heißt, anschreiben. Ja. Und dann gucken, dass man eventuell, Screenshot kann man nicht verschicken, das geht ja nicht, halt das Problem schildern und man muss wahrscheinlich dann auch noch sagen, welche Konsole oder so, Plattform wahrscheinlich dabei schreiben, macht wahrscheinlich auch Sinn, damit die genau wissen, wo sie dran arbeiten müssen. Mhm. Und dann gucken wir mal. Ja, und dann, ja. Ich weiß nicht, ob der Ant-Man noch da ist. Man hat jetzt so lange nichts von gehört. Vielleicht auch irgendwas mit Töchterchen. Falls du noch da bist oder irgendwie anwesend bist oder zumindest hören tust, danke, dass du aufgepasst hast. Ich weiß jetzt nicht, ob du auch zwischen uns
gesprungen bist. Ja. Von mir hört er auf jeden Fall morgen noch wieder. Irgendwann im Laufe des Tages. Genau. Und mal gucken. Rosalinde gibt es morgen bei mir, glaube ich, auch zum Essen. Ach, schön. So, dann. Ja, von mir aus. Habt einen restlichen schönen Abend. Restfreitag abends und kommt gut ins Wochenende. Ja, vernünftig ins Wochenende. Es gibt ja welche, die müssen noch arbeiten. Ja, dann Flo. Ja, dann sage ich auch mal, ist ja fast alles gesagt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Trotz eine kleine Unterbrechung, aber egal, das ist ja halt die Technik. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine sehr schöne restlichen Freitag. Schlaf gut, kommt gut ins Wochenende rein, habt ein schönes Wochenende. Es wird schön, das Wetter. Auch wenn es bei manchen Gegenden auch Gewitter und mit Schauer gibt. Ja. Ich bedanke mich dann erstmal noch bei meinem Aufpasser, einmal an meinem Bro, der auch zusätzlich noch im Chat drin war. Auch an mein Schwesterchen, die bestimmt wahrscheinlich nicht mehr da ist, weil die jetzt im Battleground ist. Trotzdem danke, danke, dass du aufgepasst hast. Einmal an den Danny, der auch aufgepasst hat, noch zusätzlich, der ab und zu mal dabei war. Ja, dann sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal. Das heißt, das Gautebüro-Studio wieder unterwegs im Stream. Und jetzt kommt unser berühmter Satz. Tschüss. Oh, so scheiße. Zigarren sind fast wieder alle. Nein, so jetzt. Hallo? So jetzt.